Hallo und herzlich willkommen zum schon 14. Part dieser Reihe Wiederherstellung des Kaiserreichs. Ja, letztes Mal hat sich dann jetzt einiges ereignet, und zwar, wie ihr sehen könnt, die letzten Widerstände der Pariser Kommune sind zusammengebrochen. Pariser Kommune existiert hier gar nicht mehr. Das nationalistische, nee, das demokratische Spanien hat kapituliert, und ich glaube sogar Italien, nee, Italien war, glaube ich, sogar, doch. Italien war, glaube ich, 13. oder 14., 13. oder 12. Folge, haben die auch kapituliert. Das heißt, mehr Truppen konnten jetzt hier oben rankommen, und ihr seht, wir sind gerade dabei, die Russen auch nicht zurückzudrängen. Der Staatsstreich hat funktioniert, die Russen hatten dann hier unten ein Gebiet verloren, also das hier, das dann zur Russischen Föderation gehörte. Und Rumänien und Ungarn drängen auch die Russen weiter zurück. Für Polen wird es schlecht, die verlieren nämlich hier unten definitiv. Und ja. Und ja, ich habe letztes Mal dann, je nach durch meinen Focus-Tree, dann mit der Schweiz Krieg angefangen und habe jetzt noch die Engländer dazu gerufen, und das geht jetzt da so weiter und so fort. Ich will das jetzt hinter mich bringen, deswegen lasse ich sie jetzt weiter angreifen. Und ja, gucken wir mal, was daraus wird. Schweiz! 12.000 Tote. Wie viele habe ich durch die Schweiz bekommen? Die wird gar nicht mehr angezeigt. Weil da kein Platz mehr ist. Ja, das Gebiet da oben kriege ich noch. Und das hier unten, weil das ist nämlich mein Gebiet. Das Königreich Süd. Oh ja, jetzt rufen die Engländer noch andere Staaten in den Krieg gegen die Schweiz. Also die Schweiz wird definitiv zerpflückt. Die hat sich auch keinem anderen Bündnis angeschlossen. Wenn sie sich mit den Russen angeschlossen hätten, hätten sie vielleicht sogar hier noch russische Truppen gekriegt, auch wenn ich das nicht glaube, vielleicht Fallschirmjäger. Und da unten seht ihr auch schon südafrikanische Truppen, britische Truppen, niederländische Truppen, die dringen jetzt von allen Seiten ein. Das Schicksal der Schweiz ist besiegelt. Jetzt holen die noch die Neuseeländer mit dazu. Die Neuseeländer führen hier unten aber, glaube ich, sogar noch Krieg gegen Japan, wie ihr sehen könnt, und die Australier. Aber die Australier werden mit der Zeit, glaube ich, sogar verlieren. So, ja, jetzt kommt natürlich noch Dominion Kanada. Ich will das gerne nochmal rausnehmen und möchte liebend gerne nochmal Panzer 4 bauen. Und dann, weißt du was? Wir lassen jetzt mal Jagdpanzer mal herstellen. Wir bekommen sogar mehr Fabriken durch diese ganzen eingenommenen Sachen, dass ich jetzt sogar mehr Fabriken bekomme als normalerweise, als üblicherweise. Ja, Japan ist zur neuen Sowjetunion geworden. Die haben fast 300 Divisionen, was ziemlich heftig ist. Alter, wie viele Fabriken ich einfach plötzlich dazu bekomme. Pilotenast befördert, wer wagt, gewinnt. So, was habt ihr denn so für Pilotenasse? Kann ich bei euch noch welche dazu machen? Ja, ich mach mal Tobias Werner, The Red Knight. Und hier und mache ich mal Pritzel. So kann ich nämlich deren Moral stärken. Alter, die Schweiz! Alter, ja, jetzt bröckeln die. Jetzt bröckelt die Schweiz. Haben die echt eigene Flugzeuge? Tatsache, die haben 24 bis 27 Flugzeuge. Ihr wollt mir Handelskonvois und motorisierte Sachen geben? Nun, ich nehme sie gerne an. Ich bin über jede Einheit dankbar. Und der Krieg hier hinten setzt sich natürlich fort. Das Problem wird hiernach sein, dass wir uns dann mit den Ungarn und den Rumänen und auch übrigen italienischen und... Oh, vergiss, was ich gesagt habe. Bulgarien wird wahrscheinlich gleich eh weg sein. Ja, Bulgarien wird gleich weg sein. Rumänien ist auch schon zur Hälfte fast wieder weg. Und nur Großungarn ist eigentlich jetzt der eigentliche richtige Kontrahent, der dann noch da wartet. Mit Japan habe ich noch vor, würde ich mich dann noch anlegen. Und wenn Japan bereinigt ist, dann werde ich mit dieser Reihe aufhören. Dann kommt ein neues Land. Das könnt ihr dann über Instagram fest vorschlagen. Was mir zu schaffen macht, ist das hier. Denn in 2 Monaten gibt es hier Wahlen, und die Kommunisten haben tatsächlich 46% der Stimmen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die sich
abspalten, kommunistisch werden durch die Wahl und dann den, obwohl sie noch nicht die Mehrheit haben, aber das kann bis dahin noch passieren, und sich dann mit den Russen anfreunden und die Russen dann hier rüber Verstärkung schicken und dann die Alliierten wieder hier Truppen abziehen und gegen England kämpfen. Dann hätten die Russen nämlich wieder mehr Luft auf ihrer Seite. Ich habe noch nicht mal 100 Divisionen, aber das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich habe viele Verbündete, die mir helfen. Ungelesener Konvoischlacht. Okay. Ja, hiernach, nach diesem Krieg werde ich auch mit der Aufstellung einer. So, stopp. Schweiz hat kapituliert. Schweiz, alle Regionen erobern. Kann ich nicht machen. Warum nicht? Schweiz übernehmen. Ich möchte bitte. Ich kann die Schweiz echt nicht übernehmen. Warte mal. Schweiz, alle Regionen erobern. Was ist denn größer von euch? Die Ostschweiz oder die Schweiz übernehmen? Die Schweiz kann ich tatsächlich übernehmen oder die Ostschweiz? Wer hat denn von euch mehr? Ostschweiz? Ich kann tatsächlich nicht. Ostschweiz und die normale Schweiz. Warum kann ich das nicht machen? Okay, ich übernehme mal die Schweiz. Also so. Dann passe ich. Nee, dann. Doch, dann passe ich. Nehmen wir noch die Ostschweiz. Runde beenden. Fertig. So. Ich habe die Schweiz annektiert. Und noch einen ordentlichen Batzen mit dazu bekommen. Guckt euch das doch mal an. So, ich habe definitiv viele Sachen. Ich habe jetzt sogar wieder Treibstoffsachen, die ich bekomme. Geringe Mannstärke. Das muss demnächst sowieso mal wieder geändert werden. Neue Flugzeuge, Befehle. Schuckert mal nach hier oben. Oder warte mal, bis wohin kommt ihr? Nee. Ihr müsst definitiv. Ich werde auch bald nochmal bald neue Flughäfen bauen müssen. Ihr schuckert mal bis nach da oben wieder. Ihr wollt immer noch nicht beitreten. Wir haben keine neuen Fabriken zwar dazu bekommen, das ist jetzt aber eigentlich egal. Wir haben jetzt das Gebirge und das ist das Wichtigste. Nicht erfüllte Importanfragen. Pilotenhaus wiederum befördert. Das ist sehr, sehr gut. So, wir haben wieder da ein bisschen negative Sachen. So. So, ja, die da und nehmen da unten jetzt halt ihre ganzen Sachen. So, ich schicke. Jetzt ist der Moment, wo ich die Truppen an die Ostfront schicken kann. Aber da werde ich sie wahrscheinlich erstmal noch mal ein bisschen lassen und sich erholen. So, gucke ich mal nach. Jetzt kann ich mal mit der Infrastruktur noch mal gucken. Definitiv. Alles wieder neu bauen. Obwohl, warte mal. Die Sachen werden doch gerade repariert. Warum lasse ich die nicht erstmal reparieren? Leibpacht widerrufen von Mexiko. Ja, ist mir doch scheißegal. Ich lasse die Sachen erstmal bauen. Und dann sehen wir weiter. So, punktgenaue Bombardierung. So. Wie geil, ey. Praktisch das ganze Gebiet hier habe ich dazu bekommen. Auch Elsaß-Lothringen. Darauf habe ich ja auch noch einen Anspruch erhalten. Durch die Sache, die ich da oben mal gemacht habe. So, jetzt muss ich den Funk langsam mal weitermachen. Durch eine der Forschungsbäume. Der Fokusbäume, genau. So, jetzt habe ich eigentlich alles. Das hier könnte ich tatsächlich noch mal ändern. Nach Bedarf. Es würde aber viel weniger Fabrikleistung geben. Aber ich glaube, mit der Zeit würde die Kernbevölkerung auch wieder mehr werden. Oder kann ich noch mehr Kernbevölkerung rausholen? Das will ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Ich möchte nicht die Kernbevölkerung erhöhen. Okay, ihr bleibt so. Ihr bekommt keine weiteren Sachen dazu, habe ich das Gefühl. So, wie ist es hiermit? Alles klar, das heißt, dass die Sachen hier schön gebaut werden und besser gesagt repariert werden. Die sind echt relativ schnell fertig. Auch durch die ganzen durch die ganzen Boni, die ich noch gemacht habe, durch die ganzen Erforschungen.
Was ich jetzt aber machen will, ist, ich habe noch etwas in petto für die Marine. So, das heißt, die Forschungen werden sich jetzt wieder mehr auf die Marine beziehen. Ich muss meinen Handelskonvoi wieder auf Vordermann bringen. Sobald der fertig ist, werde ich dann da schon mal ein paar Sachen machen. Aber wo der Flugzeugträger, ist der schon gebaut worden? Tatsächlich noch gar nicht. Deckpanzerung, Flugplatzdeck, Hangarplatz, Flugabwehr 3, Sonar haben wir noch gar nicht. Das muss ich auch noch mal erforschen. So, das haben wir, Sekundärbatterie. Ja, mehr kann ich gerade gar nicht machen dazu. Ich kann das mal sparen, klicken. Bauen kann ich ihn allerdings gar nicht. So, warte mal, haben wir hier irgendwo noch Sachen? Ja, wir bekommen jetzt auch wieder langsam ein bisschen mehr Treibstoff. Das heißt, meine Flugzeuge und Marine und so, die kann jetzt wieder mit. Alter, wie können die hier immer noch. Ach so, es ist eine Bunkerlinie. Ich halte euch ungern davon ab, aber ihr müsst jetzt mal alle hier angreifen. Damit ihr mal diese vier sowjetischen Divisionen da mal ausradiert. Da waren auch noch polnische mit dabei, glaube ich. Nee, es sind nur vier. Aber die verkacken mit der Zeit. Und die, Alter, die Offensive geht in schnellen Schritten voran. Wie viele Tote haben wir? Oh, da gab es ein Gefecht. Oh, Scheiße. Warte mal. Ah, fuck, glaube ich. Die Japaner haben drei unserer Handelskonvois versenkt. Hier unten. Scheiße. Da oben haben wir noch eins, wo wir ein U-Boot verloren haben. Das Führer-U-Boot, der Führer-U-Boot-Rumpf. Ich muss den echt Namen geben, sonst weiß ich ja nicht mehr, wer was ist. So, da oben haben wir die tatsächlich jetzt ausradiert. Und weiter geht's, meine Herren. So, das wird hier alles wieder erneuert. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt tatsächlich fast die kompletten Gebiete wieder zurückerobert von Anfang an, die wir am Anfang hatten. Wir haben sogar hier unten noch was dazu bekommen. Wir bekommen neue Fabriken. Ich werde jetzt ganz ehrlich, ich werde jetzt ganz viele Sachen bauen lassen, damit ich alles abgesichert habe. Was braucht ihr bei den Panzern? Ich lasse tatsächlich mal wieder Tiger bauen. Wir haben Chromprobleme, das sehe ich gerade. Alter, ich bekomme einen Alarm nach dem anderen. Treibstoffveredelung hat sich verbessert, sehr schön. Wisst ihr was, ganz ehrlich, dann gehe ich jetzt mal hier auf die verteilte Industrie, um den Industriestrang voll zu machen. So. Alter. Ja, okay, und Rumänien und Ungarn geben auch bald auf. Die haben mich nicht zu interessieren da unten. Die Revolten. Aber langsam sollten sie mich schon mal stören, weil diese scheiß Japan, weil die scheiß Russen da oben mich langsam annerven. Es wird Zeit, dass wir die endlich mal endgültig wegpusten. So, grüne Einheit. Wenn ihr fertig seid, dann marschiert ihr bitte hier oben lang. Genau das Gebiet nehmt ihr euch dann. Nein. Ah. Die macht er mal weg. Befehle. Luxemburg ist den Alliierten beigetreten. Besser zu spät als nie. Die haben, wie viel habt ihr? Eine Division. Eine Division ist besser als keine. Ich habe den Bericht gelesen. Machen Sie ihn weg. Ich habe jetzt die 2 Millionen Tote, aber ich bin jetzt fast komplett nicht mehr von der Kapitulation entfernt. Ganz entgegen die Sowjetunion, die jetzt langsam ins Schwitzen kommt. Die Sache ist, bis Moskau ist noch ein weiter Weg. Und die verlangen dann meistens ihre Hauptstadt bis nach hier hinten. So weiter. Alter, aber jetzt wird es gerade schwierig hier, wie ich gerade sehe. Luxemburg wurde jetzt in den Krieg gerufen. Ja, die werden jetzt in den ganzen Kriegen gerufen. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ihr wartet mal. Habe ich euch schon eine Frontlinie gegeben? Tatsächlich gar nicht. Gut, dann macht ihr mal bis nach hinter Warschau, bis nach hier unten. Ihr seid am meisten ausgeruht. Angriff.
Und wisst ihr was? Ihr jetzt auch Angriff, 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 alle Angriff. Masse statt Klasse. Obwohl, die schaffen es wieder irgendwie eine... Die schaffen wieder zwei Divisionen gegen 10 zu bestehen. Deswegen liebe ich die KI. Alter, ja, aber auch hier unten. Einen Krieg gegen das Vereinigte Königreich können wir praktisch nur gewinnen. Aber die werden nicht kommunistisch. Der November kommt jetzt zwar noch, aber das ist egal. Ja, was ist denn damit? Standard-Infanterie-Version benutzen. Da ist in Elsass-Lothringen ist Widerstand. Da wollen die Menschen aufbegehren. Warte mal, wie sehen denn die Bunkerlinien hier unten eigentlich aus? Ich will sie eigentlich nicht bauen, aber vorsichtshalber sollte man da dem entgegenstehen. Die sind alle wieder Level... Okay, die wurden schneller gebaut, als ich dachte. Lass mich raten, bei mir wurden wieder Sachen versenkt. Nein, tatsächlich nicht. Wir haben zwei Marinebomber abgeschossen. Und zwar zwei Zerstörerklasse, aber die sind noch alle Vorkriegszeit, Alter. Frühe Zerstörerrümpfe. Alter... Ja, und als nächstes werde ich hier nachmachen, mich auf jeden Fall auf die Luftwaffe und die Marine konzentrieren. Ich habe viel zu späte Modelle. Vor allem das hier hinten haben wir zu wenig. Ich muss auch auf Bewaffnung und so gehen. So, das heißt, jetzt ist der Punkt, wo ich mal wirklich jetzt auf Marine gehen werde. Die Marine-Sachen sind sogar relativ, werden sogar relativ schnell, erforscht, weil die noch so, weil die jetzt noch neu sind zu der Zeit und dann habe ich einen Malus, einen besseren Malus. So. Jetzt müsste ich eigentlich gucken, ob ich deren Partei, ob ich deren Gebiet übernehmen könnte. Ha, warte mal, das will ich jetzt wissen. Habe ich hier unten Gebiete? Nee. Doch, tatsächlich! Es sind nur zwar nur diese kleinen, aber ich habe immerhin... Immerhin habe ich da unten Gebiete. Ich würde gerne da unten einen Platz bauen. Alter, dieser Widerstand geht mir langsam echt auf den Nerv. So. Ein Grund mehr, dass ich mehr Infanteriedivisionen kriege. Und ich habe minus 300? Oh, das heißt, dass ich langsam mal mehr produzieren sollte. Bei den Gewehren. Ich scheine nämlich da ein bisschen im Verzug zu sein. So, die nächsten zwei gehen mal darauf. Alter, guckt euch das mal an. So kurz vor Warschau. Euer Scheiß Ernst, Leute? Kommt schon. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Naja, wie gesagt, die Marine ist jetzt erstmal wichtiger, damit ich mich dann auch mit Japan mitmessen kann. Alter, diese Corona-Krise kommt mir so zugute. Ich kann auch nicht vorproduzieren. Wie viele Divisionen hat England eigentlich jetzt? Ja, die holen noch mehr raus. Die Vereinigten Staaten, was habt ihr? Ja, nicht schlecht. Und Russland, lass mal sehen, was ihr habt. Alter, die nehmen ordentlich ab, was die Division angeht. So, und wie ihr sehen könnt, Rumänien hat kapituliert, nationalistisches Spanien hat kapituliert, der einzige, der noch kämpft, ist Großungarn. Und wenn die kapitulieren, können wir uns die Gebiete aufteilen. Ich hoffe, ich kriege die rumänischen Ölfelder. Die will ich mir aneignen, die eigne ich mir auch an. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, da kenne ich nichts. Flottenbericht? Ach du Scheiße, da unten. Ja, die Japaner haben meine Handelskonvois versenkt. Das ist scheiße. Die Japaner versenken halt meine Handelskonvois, aber ich kann nichts machen. Ich brauche die Ressourcen noch. Und zwar mega dolle. Ich will sie eigentlich anhalten. So, warte mal. Eure
Jugoslawien fordert Mazedonien. Das ist eigentlich nicht gut. Das heißt, es gibt da unten noch mehr Krieg demnächst. Euch werde ich da auch noch oben verteilen. Euch verteile ich auch noch nach da oben. Und euch verteile ich auch nach hier oben. Weil ich kann es mir nicht leisten, dass hier oben dann jetzt nämlich die Front zu bröckeln beginnt, weil hier oben sind kaum Truppen. Da sind höchstens ein paar Portugiesen und so weiter. Alter. Oh, oh, die Russen haben jetzt echt ein Problem. Aber so richtig haben die ein Problem. Und ich werde mir versuchen, diese Region und die Region hier unten von Rumänien zu krallen. Großungarn wird auch bald fallen. Budapest ist ja schon in Reichweite. Ja. Da ist keine Hoffnung mehr für die Ungarn. Die werden verlieren. Tschechien wird dann wahrscheinlich die Slowakei zurückerhalten, die sie wollten. Und dann ist aus und vorbei. Es kommen immer mehr Truppen nach. Die wollen mir Trados schicken. Ich weiß immer noch nicht, was ein Trado ist, aber es interessiert mich auch im Moment nicht. So. Ihr macht jetzt da mal was. Den Befehl hier unten nehmt ihr mal raus. Also, so. Da greift ihr jetzt an. Ihr greift auch da an. Ihr stoppt und greift da auch an. Ihr holzt denen alles drauf, was ihr habt. Es ist mir jetzt vollkommen egal, wie. Ich will nur, dass ihr alles von denen versenkt, was zu versenken geht. Diese scheiß Aufstände in Elsass-Lothringen immer gehen mir auf den Sack. Also als nächstes werde ich mich echt um Marine und Luftwaffe kümmern müssen, weil das essentiell wichtig, weil das ist wichtig für Japan. Alter, guckt euch das mal an. Und die amerikanischen und britischen Truppen sind alle von heftigem Verschleiß betroffen, weil die über das Gebirge wandern. So, die blauen Truppen kriegen schon mal einen neuen Befehl. Und zwar umfasst dieser Moskau. Ihre Befehle? Und die grüne Armee bekommt ebenfalls Moskau. Obwohl Moskau wird bis dahin, glaube ich. Ne, Masur. Ah, das ist gar nicht Moskau, ich Trottel. Okay, dann lasse ich es trotzdem mal so. Die blaue Armee wird am Ende bis nach Moskau marschieren. Na, obwohl, ich lasse... Und greift an. Wie kann es denn immer an motorisiert fehlen? Motorisiert stellen wir doch her. Ach, wahrscheinlich, weil die so im Verzug sind. Vielleicht. So, mittlerweile werden sogar die ganzen Gebäudekomplexe immer... Die werden halt noch weiter schön gut weiter ausgebaut. Neue... Na, lass mich raten. Die haben wieder ein U-Boot von mir versenkt. Ey, wenn ich hier mit den neuen Schiffen um die Ecke komme, dann seid ihr alle tot. Oh, selbst hier kämpfen sie noch gegen Japan. Gegen das nationalistische Xinjiang. Ach, stimmt, die Front ist ja hier unten schon eröffnet, Alter. Passt mal auf. Das da unten ist alles die großasiatische Wohlstandssphäre. Und das sind alles die Alliierten, das sind die Kommentaren. Und die Kommentaren brechen gerade endgültig zusammen. K
kommt. Ich will, dass es endlich vorbei ist. Wir haben sogar, glaube ich, ja, wir sind, ich glaube, 99%. Das heißt, 1% Land haben die noch von uns. Was wollt ihr machen? Ihr wollt uns einen Handelskonvoi schicken? Gerne. Ich bin gespannt, ob die Japaner den auch wieder versenken. Bam. Kertsch nehmen sie ein. Ja, nimmt Kertsch ein. Wie nah stehen die Sowjets eigentlich einer Kapitulation? Das würde mich brennend interessieren. Oh, langsam tut sich da mal was. Aber sie sind immer halt, wir sind halt immer noch auf dem Gebiet der Polen. Weil Polen hat immer noch nicht kapituliert und die haben ihre Hauptstadt nämlich dort. Aber nicht mehr lange. Nehmt jetzt bitte endlich mal Budapest ein. So stark kann doch der Widerstand der Rumänen nicht sein. Ah, tatsächlich. Ernsthaft, und vor Budapest machst du halt. Lauf dahin und nimm dir Budapest. Dann ist dieser Krieg gegen die da unten schon mal durch. Und wir können uns ganz gemütlich auf die Russen schmeißen. Ah, es wird immer mehr fertig. Sehr schön. Das genieße ich richtig jetzt. Wir haben gar keine Mannstärke mehr. Ach komm, wisst ihr was? Nee, das mache ich jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Nicht bis der Krieg kommt. Alter! Und wir haben wieder unsere Handelskonvois zerlegt. Ich kann dagegen jetzt nichts machen, Leute. Tut mir leid, aber... Aber gegen Japan werde ich nicht sofort losschlagen. Ich werde meine Truppen hier oben erstmal ausruhen, neu ausrüsten und mir vor allem mehr Divisionen und Armeen aneignen. Bevor ich überhaupt irgendwas mache. Der Fall von Warschau. Warschau ist jetzt gefallen. So, ich lasse jetzt mal motorisiert auf Hochtouren laufen, damit ich das da ausgleichen kann mit der Zeit. Vorratsüberschuss. Aber wow. Ach, ich muss die noch ein bisschen, hierauf muss noch mehr kommen. Alter, guckt euch das mal an. Und jetzt drücke ich mal auf Punkt. Alter, das nenne ich mal einen Kriegsplan. Aber die skandinavischen Länder halten sich halt alle fein raus. Die Finnen und so müssen eigentlich gar nichts mehr machen. So, Zusatzausrüstung. Bekommt jetzt mehr. Ganz ehrlich. Ich nehme jetzt so viel, jetzt wird hier gerade so viel eingenommen. Vor Budapest gibt es Kämpfe, wie ich hier gerade sehe. Und nee, Budapest ist da und die kämpfen lieber dort. Okay, Budapest könnte den Krieg nur schneller verenden, Jungen, aber ja, warum? Warum auch? Ist ja unnötig. Alter, nee, warte mal. Alter, ey. Und wenn ich jetzt mal auf Komma drücke, sieht man, welche Truppen genau hier überall stationiert sind. Von welchem Staat? Welcher Staat wie viele hier hat? Alter, das ist ja komplett übertrieben. Und meine Truppen, ich habe auch schon ein paar Divisionen verloren. Ich Unmensch, ey. So, weißt du was? Blaue Armee. Angriff erzwingen. So, jetzt mal richtig durchboosten hier. Mal Zeit. So, die nächsten vier gehen mal für die Zusatzausrüstung drauf. Ich will das alles reinholen. Und die haben nur motorisiert. Und Tiger haben sie weniger. Das heißt, Tiger muss ich als nächstes mal ordentlich mich drum kümmern. Alter, ey. Ist das heftig. Ey, dass das so gut geworden ist. Und lasst euch hiervon nicht täuschen. Das ist bis jetzt nur das Gebiet, worauf wir Ansprüche haben. Das wird nach dem Krieg nochmal neu ausgehandelt. Vielleicht entsteht sogar Polen wieder als, das werde ich wahrscheinlicher machen, dass ich mir die Staaten als Marionettenstaaten
machen lassen werde, damit ich die dann irgendwann selbst annektieren kann, falls ich nicht genug Siegespunkte habe, um die Staaten komplett gleich zu annektieren. Aber ein Frankreich will ich auf jeden Fall haben, Schweiz habe ich ja schon und ich möchte halt auch Teile, ich möchte auf jeden Fall die Ölfelder vom Kaukasus und von Rumänien, die will ich auf jeden Fall haben. Budapest ist gefallen. Haben die Ungarn jetzt kapituliert? Tatsächlich haben sie das nicht. Die stehen ja am 100%. Eigentlich müssten die jetzt kapitulieren. Die Ungarn haben nichts mehr. Sie müssen jetzt eigentlich die Kapitulation aussprechen und dann müsste es die Friedens... Ich habe, ich glaube, ich habe es, ich glaube, ich habe es angeteasert. Es hängt gerade übelst. So. Nein, oder? Hey. Nicht dein Ernst, oder? Moment, ich kann, wie gesagt, Leute, ich kann hier nichts machen. Ich hatte hier kein Mitspracherecht, was mich ziemlich ankotzt. Aber das, ach so, das geht um die besiegten Staaten. Die Russen und die Engländer haben sich da, die haben so viel. Und die, nein. Republikanische Spanien hat 15 Regionen. Was? Nein. Das gibt's nicht, oder? Wir haben die ungarische. Aber wir haben jetzt noch mehr Verbündete. Yay! Und sogar die russische Dingens gibt's hier wieder. Türkei, So. Wir lassen den Krieg mal weiterlaufen. Wir haben unglaublich viele Probleme gerade. Nicht genügend Ressourcen. Eritrea ist den Alliierten beigetreten? Sozialistische Republik Serbien hat kapituliert. Es gab eine Sozialistische Republik Serbien. Ende des Spanischen Bürgerkriegs. Ungarn gleichschalten. So. Sehr schön. Das hat sich jetzt gerade von selbst geregelt. So, das kommt da oben alles weg. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch einen gemeinsamen Feind und um den kümmern wir uns jetzt. Eritrea, Alter. Eritrea. Wo ist denn Eritrea? Da ist Eritrea. Die haben null Divisionen. Die können uns militärisch überhaupt gar nicht helfen. Müssen aber wahrscheinlich nicht mal. Aber das hier gehört alles jetzt dem Vereinigten Königreich. Das haben die alles übernommen. Alles. Haben die sich angeeignet. Und es gibt sogar wieder ein Italien, ein sozialistisches Italien, das gegen uns jetzt Krieg führt. Hat das überhaupt Truppen? Tatsächlich hat es noch keine, aber die marschieren da schon wieder ein. Die haben sich da die Dingens geholt. Und wir haben jetzt einen Bulgar, wir haben jetzt einen, die Republik Bulgarien, die steht jetzt auf unserer Seite. Das heißt, wir haben jetzt neue Staaten. Aber ich konnte in dem Fall, was mich ziemlich angekotzt hat, auch gar nichts nehmen. Das hat mich ziemlich sauer gemacht. Ich meine, gut, die Italiener. Oh! Ja, wir haben Ausrüstung bekommen von denen. Polen hat kapituliert. Sehr schön. So, Rote Armee, also Rote Division. Ihr bekommt mal jetzt auch den Befehl: Vormarsch bis Moskau. So. Und Angriff hier. Es wäre mal gut, wenn ihr den Sowjets vielleicht jetzt mal da in die Flanke fallt, Leute. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal. Ah ne, ich will die. Ganz ehrlich, ich will auch nicht die Front. Die Front an sich will ich persönlich nicht jetzt anhalten, weil es gerade so unglaublich gut vorangeht. Es geht wirklich gut voran. Warum soll ich da jetzt groß. Alter, wie viele. Ach komm, zwei Reifen, ey. Nein, warte. Okay, das Schlimmste ist schon mal, dass ich die Ölfelder von Rumänien schon mal nicht kriegen werde. Weil die Engländer die jetzt haben. Das heißt, ich muss jetzt auf das hier hoffen, dass ich dieses Gebiet nehmen kann. Kostet es, was es wolle.
So, mal. Nee. Ich möchte mal eure Front mal ein bisschen neu machen. Oh, das geht gerade gar nicht. Weißt du was? Die rote Division marschiert mal von hier ab. So, bleibt so. Die blaue Division befindet sich zum Großteil auch gar nicht mehr hier. Bereit zum Ausrücken. Ich finde es halt nur ein bisschen scheiße, dass. Also hier unten wird jetzt zwar angegriffen, aber naja, gut. Also, ich fasse zusammen, Russland ist komplett am Arsch jetzt. Das Novus Imperium Romanum ist zusammengebrochen. Wir greifen jetzt die Russen weiterhin an. Unsere Truppen marschieren jetzt bis nach Moskau und ihr könnt die grünen Punkte sehen. Alles wird eigentlich nur noch positiv meistens. Und ich verabschiede mich dieses Mal aus der 14. Folge, glaube ich schon. Macht's gut, bis dann und haut rein.